Ich bin Jean-Marie Botkin, vier-sprachige Belgier, Expert in Persönlichkeit. Ich lese unter anderem durch deine Körpersprache, wie ich dich in deine harmonischen Beziehungen helfen kann. Ich lenke zwei schnelle Pferde, die einen goldenen königlichen Karosse ziehen. Der Name heißt Erfolg. Das eine Pferd heißt Selbstwert und das zweite Persönlichkeit. In der Karosse liegt eine Schatzkiste mit seltenen Perlen. Die weißen heißen Zufriedenheit, die blauen Wachstum. Es könnte deine Schatzkiste sein. Ich helfe unternehmerische Menschen zu diesem seltenen Besitz. Jean-Marie Botkin, mehr Erfolg durch bessere Wirkung. Dein Körperausdruck ist deine Visitenkarte mit leuchtenden Glaubenssätzen. Hier zum Beispiel mein letzter Klient. Michael S. betreibt eine große, fast voll digitalisierte Mühle, die er von seinem Vater geerbt hat. Der Gewinn deckt die Kosten fast nicht mehr. Die zweite Baustelle ist eine 22-jährige Ehe, die langsam zerrüttet. Die Frau ist eine selbstständige, aktive Physiotherapeutin, die sich zusätzlich sehr lebendig um Haus und Riesengarten kümmert. Mann und Frau verstehen sich nicht mehr. Die Frau spürt keine Aufmerksamkeit und keine Wertschätzung. Ihr Mann wirkt auf sie langweilig und abwesend. Was ist nun, denkst du, die größere Baustelle? Die 22-jährige Tochter hat mich als Experte gebeten, die Ehe ihrer Eltern zu retten. Für die Beziehung, da wo es zieht, ist eine Hoffnung auf eine glückliche Lösung möglich. Weil, was für einen Sinn hat eine Mühle, ja ein Leben, wenn der Müller nicht mehr liebt oder nicht mehr geliebt wird und die beiden Partner auseinanderdriften. Nach einem Wochenende Präsenzcoaching ist es mir gelungen, schon mehrere Funken an Liebe wieder zu entflammen. Als internationaler Experte gelingt es mir, verborgenen Werten von den Beteiligten füreinander neu sichtbar zu machen. Wie repariere ich eine Beziehung? Auch Geschäftsbeziehungen sind wie eine Ehe. Ich bewerte mittels mehrerer Analysen die Stärken und Unterschieden in der Persönlichkeit des jeweiligen Klienten. Wo liegen tiefe Bedürfnisse, die nicht befriedigt wurden? Welche Gefühle können in diese Verflechtung nicht nach außen? Wo sind Blockaden und wo liegen frühere, teilweise traumatische Träume? Ursachen. Jean-Marie Botkin, Transformer, Persönlichkeitscoach, Schwerpunkt für Beziehungstherapie. Privat und geschäftlich. Dankeschön.